Hallo und herzlich willkommen zu meiner Fragen und Antworten rund um Haarpigmentierung. Mein Name ist Agnes Heffner, ich bin Haarpigmentierung-Experte und Mastertrainer. Es ist wieder Dienstag, 19 Uhr, warten wir noch wieder wie immer ein paar Minuten, bis einige von euch noch dazukommen können. Und dann habe ich ein paar Fragen im Gepäck, insgesamt 6 heute. Ich hoffe, dass mein Akku mitmacht am Handy. Leider habe ich keine Zeit gehabt. Ich habe übersehen, dass ich hätte meinen Akku laden sollen. Aber ich hoffe, dass es passen wird und dass wir alles mitbekommen. Okay, warten wir noch ein kleines bisschen. Übrigens, heute war mein allererster Arbeitstag im neuen Studio und es ist super gelaufen. Es ist sehr schön für unsere Kunden, es hat allen sehr, sehr, sehr gut gefallen und es hat richtig Spaß gemacht zu arbeiten. An dieser Stelle möchte ich auch ein riesen Dankeschön an diejenigen aussprechen, die dazu beigetragen haben, dass wir innerhalb von nur 2 Wochen das alte Studio renoviert haben, das neue Studio eingerichtet haben. Und dazu zählen meine Mitarbeiter und mein Partner und mein Sohn Markus und Marcel. Die haben irrsinnig viel mitgearbeitet, fast Tag und Nacht, um alles hier innerhalb von 2 Wochen auf die Beine zu stellen. Und das hat sich wirklich gelohnt. Es ist echt mega geworden. Bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch Danke aussprechen an die 2 große Firmen, die uns immer unterstützen, die für unsere Werbung zum Beispiel zuständig ist. Möchte ich an dieser Stelle diesen Dank aussprechen an Bogdan, an Romanuk Consulting, der ist verantwortlich für unsere Werbeanzeigen. Und mein nächstes Dankeschön geht an die Firma Yavuz Media, die immer dafür zuständig ist, für uns die tollen Videodrehs zu machen. Und wir werden uns auch demnächst bald wieder sehen. Sie besuchen uns im neuen Studio und dann drehen wir auch wieder einen schönen Videoclip für euch. Ich freue mich schon richtig drauf. Okay, meine Lieben, ich fange mal an, nicht, dass mein Akku am Ende noch den Geist aufgibt und ich nicht zu Ende kommen kann. Die erste Frage lautet, wie pflege ich meine Haarpigmentierung im Sommer richtig? Also im Sommer ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass du deine Haarpigmentierung gut vor die UV-Strahlen von der Sonne schützt. Das heißt, wenn du nicht gerade eine frische Haarpigmentierung hast, sondern etwas älter schon, auch dann muss es gepflegt werden. Und zwar entweder durch eine Sonnenschutzcreme, Lichtschutzfaktor 50 oder eben verschiedene Kopfbedeckungen nach deinem Geschmack. Wichtig ist, dass die Sonne nicht direkt auf deine Kopfhaut strahlen kann. Nicht nur, dass die Sonne die Pigmente vorzeitig verblassen kann, sondern es ist so, wenn in den Sommermonaten deine Kopfhaut viel zu braun wird oder teilweise auch eine Sonnenbrand abbekommt und gerötet wird. Und wenn die Rötung weg ist, dann bleibt diese schöne Bräune zurück. Es ist zwar schön und sieht gesund aus, aber das Problem ist, dass die Pigmentierung dann nicht so gut sichtbar wird, weil der Kontrast zwischen Kopfhaut und Pigmentierung etwas minimiert wird, also reduziert wird. Und dann kann man das nämlich nicht so gut erkennen. Aber keine Angst, auch in diesem Fall, es ist nicht so, dass einmal länger in der Sonne gelegen und dass die Pigmentierung gleich dann verblasst und sofort Wochen später verschwunden ist. So ist es nämlich nicht. Und auch wenn du eine sehr braune Kopfhaut bekommen hast, kannst du sicher sein, wenn die Wintermonate kommen, wo die Haut sich bis dahin erneuert hat und diese Bräune weggeht, dass die Pigmentierung wieder deutlich sichtbarer wird. Aber wie gesagt, ihr müsst es auch, nicht nur wenn es frisch ist, auch wenn es eine ältere Pigmentierung ist, immer sehr gut vor die Sonne schützen. Meine Frage Nummer 2, was mich erreicht hat, macht ihr Mesohaarbehandlung und was kostet es? Ja, eine Mesohaarbehandlung machen wir auch. Die Mesohaarbehandlung bedarf einer vorherigen, ich sag mal, eine kleine mikroskopische Untersuchung auf der Kopfhaut, um festzustellen, ob noch sozusagen Öffnungen vorhanden sind, wo noch eventuell Haare nachwachsen könnten, um sicherzugehen, dass die Mesohaarbehandlung auch was bringen würde. Wobei ich immer dazu sagen muss, eine Mesohaarbehandlung ist so eine Sache. Es hilft nicht jedem und es schlägt nicht beim jeden an. Und da, wo es hilft, da hilft es auch wirklich gut.
Aber es ist eine Art Behandlung, was man nicht nur ein-, zweimal machen sollte, sondern wirklich regelmäßig immer wieder wiederholen. Und bei sehr vielen Kunden ist es so, wenn man die Behandlung abbricht, dann dauert das auch nicht lange, dann ist der Haarausfall wieder da, dann geht es wieder los. Während dieser Mesohaarbehandlung passiert sehr oft, eigentlich fast in den meisten Fällen, dass der Haarausfall entweder verlangsamt oder gestoppt wird. Und im allerbesten Fall wachsen wieder neue Haare nach, die erstmal so ein bisschen so flaummäßig sind und mit der Zeit, wenn sie größer, also länger werden und geschnitten werden, die werden dann ein bisschen kräftiger und man kann eben mit dieser Mesohaarbehandlung eben die kraftlose Haarwurzeln, diese schläfrige Haarwurzeln ein bisschen mit dieser Mesohaarbehandlung wachrütteln, dass sie wieder Haare produzieren. Aber wie gesagt, es bedarf einer Voruntersuchung, ob überhaupt das bei euch möglich ist. Ja? Da muss man persönlich vorbeikommen, das kann man wenig per Videocall oder per Telefongespräch machen. Da müssen wir euch persönlich treffen und sehen. Die Frage Nummer 3, kann man nach einer Haarpigmentierung eine Haartransplantation noch machen? Ja, selbstverständlich kann man das noch machen. Allerdings, wir empfehlen das andersrum. Wenn du sowieso vorhättest, eine Haartransplantation machen zu lassen, dann ist es doch vorteilhafter, wenn du vorher deine Haartransplantation machst und wir an die Stellen, wo noch kahl geblieben sind oder die Dichte nicht erreicht wurde, was du dir gewünscht hast, dann können wir mit der Pigmentierung bearbeiten. Aber es ist durchaus möglich, wenn du einen schnelleren Erfolg haben möchtest, dass du zuerst die Pigmentierung machen lässt und circa 6 bis 8 Monate später eine Haartransplantation machst. Das ist überhaupt kein Problem. Meine nächste Frage, die Frage Nummer 4. Brauche ich einen Test oder eine ärztliche Bescheinigung für medizinisch notwendige Behandlung, wenn ich zu euch kommen möchte? Nein, zum Glück sind die Zahlen in Landshut in Stadt so weit runtergegangen. Ich glaube, wir liegen ungefähr beim 33 zurzeit, dass wir keinen Test mehr benötigen und auch diese ärztliche Bescheinigung, was wir im März und im April gebraucht haben von eurem Hausarzt oder Hautarzt, brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, ihr könnt ganz normal eure Termine buchen und zu euren Terminen einfach nur einen Mundschutz mitnehmen. Alles andere, was wir noch brauchen, haben wir vor Ort und könnt sie einfach kommen, braucht sie keinen extra Test oder sonst dergleichen. Die Frage Nummer 5, die ich bekommen habe, ich habe euren Beitrag über die Echthaarverdichtung gesehen. Ab wann bietet ihr es an? Ja, genau. Also ich habe mich gestern fortbilden lassen in Sachen Echthaarverdichtung, Echthaarverlängerung. Ich hatte eine Schulung, weil ich habe gedacht, das passt sehr gut zusammen mit der Haarpigmentierung. Gerade bei Damen, die lichtes Haar haben und ein bisschen mehr an Volumen auch möchten, nicht nur optisch, sondern so, dass man auch die Haare spüren, fühlen und anfassen kann. Und das war eine spezielle Schulung, extra für geschwächtes Haar und extra für Personen, die wirklich wenig Haare besitzen. Ja, im Moment ist es noch so, dass selbstverständlich werde ich erstmal an ein paar Modellen noch das üben. Ich werde mir noch Modelle suchen. Und übrigens, falls du an eine Echthaarverdichtung Interesse hast, darfst du mich gerne auch privat anschreiben. Und wenn du dich als Modell zur Verfügung stellen würdest, dann kommen wir sicherlich zusammen. Genau, aber es dauert noch ein bisschen. Also ich möchte das erst dann anbieten, wenn ich das schon richtig, richtig gut kann. Genau wie die Haarpigmentierung, weil meine Arbeit muss immer perfekt sein. Und das dauert noch ein bisschen. Gut, die nächste Frage. Sucht ihr noch Modelle für Haarpigmentierung? Ja, wir suchen fast fortlaufend, kann ich schon sagen, Modelle für Haarpigmentierung. Wir haben jetzt lang leider keine Schulungen geben können und es geht auch jetzt wieder los, dass wir circa alle 4-5 Wochen eine Schulung haben und wir benötigen wieder mehrere Modelle. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch dazu uns privat anschreiben oder hier unten drunter kommentieren. Ich hätte Interesse als Modell, dann kommen wir auf euch zu und wir melden uns bei euch und dann können wir absprechen, wann die nächste Schulung stattfindet und zu welcher Uhrzeit wir ein Modell noch benötigen.
Genau, wenn du als Model kommen möchtest, dann solltest du, ja, hast du wahrscheinlich lichtes Haar oder kahle Stellen oder wir nehmen auch gerne Modelle, die eine Narbe, eine größere Narbe am Kopf haben, sei es jetzt eine Schnittwunde oder sogar Verbrennung, also nach einer Verbrennung die Narbe, pigmentieren wir auch sehr gerne, wenn du als Model zu uns kommst. Selbstverständlich sind die Folgekosten für dich als Modell also deutlich geringer, als wenn du zum Normalpreis kommen würdest. Aber das besprechen wir dann auch, bevor du dich entscheidest, ob du kommen möchtest, weil es kommt nämlich darauf an, wie groß die Fläche ist, was wir bei dir bearbeiten. Aber so im Durchschnitt liegt der Preis zwischen 150 und 200 Euro als Modell pro Sitzung. Das ist schon mal sicher. Okay, also mein Akku hat durchgehalten. Ich bin mit 6 Fragen durch. Ich sehe im Moment leider keine Fragen, die ihr jetzt im Live stellt. Aber das ist nicht schlimm, weil ich kriege so unter der Woche auch die Fragen von euch. In Zukunft wird es auch so sein, da ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, das wird mir ein bisschen zu stressig, dass ich jeden Dienstag 19 Uhr live gehe. Da ich lange Termine habe und oft vor 20 Uhr nicht fertig bin, dass ich diese Lives in Zukunft nur noch alle 4 Wochen, also jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr machen werde, weil ich muss einfach arbeiten. Ich war viel zu lange zu Hause gezwungen, nicht zu arbeiten und es sind einfach zu viele Kunden, die auf ihre Pigmentierung warten und das kann ich leider jetzt nicht mehr jeden Dienstag machen. Aber wie gesagt, meine Lives werden weiterhin stattfinden, jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Und wenn ihr zwischendurch Fragen habt, zögert nicht, schreibt mich an, ruft mich an, schreibt E-Mail, wie auch immer oder WhatsApp. Ich beantworte eure Fragen auch zwischendurch, wenn was wäre und ich nehme diese Fragen dann mit in meine Lives. Genau, und dann besprechen wir das dann auch nochmal da gemeinsam. Okay, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, wir sehen uns dann in circa 4 Wochen wieder. Und genau, bis dahin bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute und genießt die wunderschöne Sommerwetter, was wir jetzt endlich haben. Und ich sage bis bald. Ciao.